Christian Wasserfahren. Die Jungen transportieren das Virus ja auch. Oder man kann nicht einfach sagen, die Impfung ist nur für diese Bevölkerungsschicht gut und für die anderen nicht, nur aufgrund der Übertragung. Oder das ist einmal ein Fakt. Oder die übertragen das ja auch. Und was Sie ja jetzt gesagt haben, wäre ja eigentlich ein Plädoyer für dieses Zertifikat, wenn Sie ja sagen, 85% der über 60-jährigen Leute sind geimpft. Die haben ja mit dem Zertifikat heute viel mehr Freiheiten als vorher. Stellen Sie sich einmal vor, wenn wir kein Zertifikat hätten, man hätte keine Veranstaltungen durchführen können. Die Restaurants wären nur zur Hälfte belegt. Man könnte in den Läden nicht so einkaufen gehen, man könnte nicht reisen und so weiter. All diese Leute, von denen Sie jetzt gesprochen haben, haben viel mehr Freiheiten. Und das sollten Sie vielleicht einmal begreifen. Und im Übrigen bin ich auch etwas erstaunt, eben diese Seite ist sehr heterogen, oder? Sie reden von Impfen, Impfen, Impfen. Ich höre auf WhatsApp, Twitter und Mail immer, oh nein, Impfen ist des Teufels, Impfskeptiker. Nein. Diese Impfskeptiker, die habe ich auf der Latte langsam, oder? Das ist dann schwierig, wenn man mit dem Bundesrat überall Massnahmen fordert, die Altersheime schützen will und so weiter. Und dann kommen wir wieder mit den Impfskeptikern. Zieht doch mal die Aluhüte ab, dann geht es auch besser, oder?